Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal ein Tag sein. Und zwar habe ich mir einen rausgesucht, den ich ganz lustig oder interessant fand. Und zwar ist es der Fun Questions Tag. Ja, fangen wir einfach mal an. Frage Nummer 1. Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 15. Juni Geburtstag und bin im Jahr 1986 geboren. Was sind deine drei Lieblingsfarben? Türkis, Neon, ja, das zählt als Farbe, und was noch? Grün. Was sind deine drei liebsten Zitate? Ich habe ehrlich gesagt keine. Ich finde Zitate meistens eher ein bisschen, weiß ich nicht, doof. Was heißt doof, aber weiß ich nicht. Muss nicht irgendein Bild von mir posten oder so und dann irgendein ganz tiefgründiges Zitat hinschreiben? Oder ich weiß nicht, ich kann mit Zitaten irgendwie, glaube ich, nichts anfangen. Bist du YouTube-abhängig? Das ist phasenweise bei mir der Fall. Manchmal schaue ich wirklich ein Video nach dem anderen, dann auch in verschiedenen Genres, also entweder was mit Garten oder Beauty oder Nägel oder weiß ich nicht was, aber manchmal habe ich auch gar keine Lust, Videos zu gucken, ehrlich gesagt. Also das ist wirklich immer so phasenabhängig. Was sind deine drei liebsten Serien, allgemein oder auch bei YouTube? Bei YouTube gibt es da Serien, also Shows wird das hier gesagt auf Englisch. Ich kann das jetzt irgendwie nicht anders übersetzen. Bei YouTube habe ich sowas, glaube ich, nicht. Vielleicht verstehe ich die Frage auch falsch. Meine liebsten Serien, das finde ich eine schwierige Sache. Oh, es gibt so viele gute Serien. The Vampire Diaries finde ich super. Ich finde The Walking Dead auch super. Oh, es gibt viel zu viele. Pretty Little Liars fand ich auch nicht schlecht. Ich fand es ehrlich gesagt mittendrin mal besser als dann am Ende. Das Ende fand ich auch so, aber ja. Ja, es gibt so viele Sachen. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Prison Break haben wir jetzt mal geschaut. Da muss ich sagen, das zählt eindeutig nicht zu meinen Lieblingsserien. Das fand ich irgendwie ein bisschen unnötig dann so. Ab Staffel 2 ging es rasant abwärts, würde ich mal sagen. Breaking Bad fand ich super. Ja, ich kann mich also auf drei irgendwie überhaupt nicht beschränken. Drei Dinge, die du in deinen Freunden schätzt. Zuverlässigkeit. Dass man der Person vertrauen kann. Und Verständnis. Magst du deinen Namen? Ja, doch, ich mag meinen Namen eigentlich schon. Wenn du die Wahl hättest, welchen Namen würdest du dir geben? Ich glaube, ich würde meinen Namen behalten, weil Simona gibt es irgendwie nicht ganz so oft, oder? Habe ich so das Gefühl. Also ich kenne wenig Simonas. Ich kenne viele Simones. Aber Simona ist eigentlich ein Name, den man jetzt nicht so oft hört und darum gefällt er mir eigentlich ganz gut. Hier die Frage, what is your fantasy dream? Die verstehe ich nicht ganz. Deswegen werde ich die einfach mal ignorieren. Do you wear makeup? Nee, nie. Ja, tue ich. Wenn du ein Buch schreiben könntest, was wäre der Titel? Das finde ich sehr schwierig. Da fällt mir so spontan auch nichts ein. Ich weiß auch nie, ob ich irgendwie mal ein ganzes Buch schreiben könnte. Ich schreibe gerne so mehr Kurzgeschichten, sage ich mal. Gerade auch so auf Fanfiction oder so, aber ein richtiges Buch weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass ich das könnte. What makes you cry? Höhe. Höhe. Spinnen. Und traurige Filme. Ja. Was macht dich zornig? Unverständnis. Leute, die nicht Auto fahren können. Und wenn man mir nicht zuhört. Also wenn ich jemandem etwas erzähle, die Person auch so tut, als würde sie mir zuhören, aber eigentlich wo ganz anders ist. Das macht mich auch wirklich sauer. Was macht dich glücklich? Freunde, Familie, gutes Essen, Nagellack, Instagram, YouTube, ein gutes Buch, eine gute Serie, ein guter Film. Ja. Was ist Fangirling? Ja. Ich bin ein Bloodlines-Fangirl. Also wirklich, das ist ganz, ganz schlimm.
Soll ich jetzt beschreiben, was das so generell ist, oder wie ist die Frage gemeint? Ich weiß es nicht. Fangirl halt, ne? Was sind deine drei liebsten Snacks? Granny Smith Äpfel. Ich liebe Granny Smith Äpfel. Snacks. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich Snacks esse. Nee, ich habe keine Ahnung, was sonst noch. Deine drei Lieblingsessen. Auf jeden Fall Melanzane Parmigiano. Hühnerfrikassee. Und alles mit Nudeln. Deine drei liebsten Getränke. Hugo. Apfelschorle. Energy Drinks. Ich soll etwas über mich selbst erzählen. Da fühle ich mich jetzt gleich wie in so einer Selbsthilfegruppe. Hallo, mein Name ist Simona. Ich bin 29 Jahre alt. Ich wohne in Düsseldorf. Ja, keine Ahnung. Was wolltet ihr noch wissen? Ich habe im Moment eine Häkelobsession. Ebenso eine Malobsession. Ich male sehr gerne im Moment Malbücher aus. Ich höre sehr gerne Hörbücher. Ich lese gerne. Ja. Mehr fällt mir so spontan überhaupt nicht ein. 10 random facts about me. Okay, fangen wir doch einfach mal an. In meinem Schlafzimmer muss es kalt sein. Ich kann nicht schlafen, wenn mein Bett warm ist. Das heißt, man darf da nicht davor drauf gelegen haben. Ohne mein Kuschelkissen kann ich nicht schlafen. Ich hasse den Winter. Wenn ich meine Augenbrauen nicht gemacht habe, fühle ich mich nackt. Ohne Nägel lackiert zu haben, gehe ich nie aus dem Haus. Jetzt habe ich vergessen, wie viele ich schon genannt habe. Sagen wir haben schon 5 genannt, ja? Ich kann den nächsten Frühling kaum erwarten, um neue Sachen zu pflanzen. Ursprünglich komme ich vom Bodensee. Ich komme einfach nicht mit Concealer zurecht. Ich mag kein Lipgloss. Und einer fehlt noch. Und ich bin leider sehr unordentlich. So, jetzt noch 3 Sachen, die mir besonders Spaß machen. Gärtnern, malen, häkeln. Ja, ich weiß, das war jetzt okay, ein bisschen lame, aber so ist es nun mal. Ja, das war der Tag. Ich tagge auf jeden Fall dich, liebe Lisa. Auch wenn du meinen letzten Tag nicht mitgemacht hast. Vielleicht hast du ja Lust, diesen mitzumachen. Ansonsten noch die liebe Kupfermünze, wenn sie Lust hat. Und alle, die sich angesprochen fühlen. Und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis bald. Hallo. Hallo, Mausi. Ich komm gleich. Hier kommst du. Ich war ein Video. Du siehst ja gut aus. Was? Die obenrum so voll. Schlauer Mensch. Das hätte ich jetzt eigentlich aufnehmen müssen, ne? Machst du die Tür zu? Nicht hier im Wohnzimmer. Schon wieder wie auf dem Weihnachtsmarkt. Deine Mutter riecht wie auf dem Weihnachtsmarkt. Sowas nervt mich. Muss man immer reinkommen? Ja, du bist ja eh schon die ganze Zeit laut. Ich bin hier sitzt. Was? Warum lachst du? Weil sie höchst professionell alles aussieht. Ja, natürlich. Voll geil. Okay, es kann weitergehen.